freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und heiße Sie herzlich willkommen zum Branchentreff bei GBN Systems. Sie sehen, der Herr Förk hat keine Mühen gescheut und hier ein großes Zelt für uns aufgebaut. Man muss dazu wissen, also er feiert sein 25-jähriges Firmenjubiläum und hat auch die nächsten Tage noch ein paar Festivitäten hier. Insofern schätzen wir uns glücklich, dass wir heute den Anfang machen dürfen. Herzlich willkommen zum Branchentreff von Forum Medtech Pharma. Das mittelständische Unternehmen GBN Systems ist in Buchheim-Buchheim in der Nähe Münchens ansässig. Branchenübergreifend ist man in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von mechatronischen Geräten seit 25 Jahren tätig. Ein Schwerpunkt in der Medizintechnik wurde anhand verschiedener Best-Practice-Projekte gebildet, die GBN Systems heute zu einem Spezialanbieter für Auftraggeber der Gesundheitswirtschaft macht. Die Pflege aktiver Netzwerke, auch durch eine Mitgliedschaft im Forum Medtech Pharma e.V., ist für das technisch breit aufgestellte Team um Geschäftsführer Siegfried Förk selbstverständlich. Die Ausrichtung eines Branchentreffs bot somit eine ideale Gelegenheit, das Unternehmen sowie einzelne Beispiele mit Hilfe von Experten vorzustellen. Forum Medtech Pharma Projektmanagerin Marlene Klemm führte durch das Programm. Unsere organisatorische Struktur ist folgende. Das Forum Medtech Pharma hat einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Bayern Innovativ GmbH. Insofern bringen wir Wirtschaft, Wissenschaft, Kliniken, Krankenkassen und andere Player aus dem Gesundheitswesen an einen Tisch und stärken dort die Netzwerkaktivitäten. Mechatronik bei GBN, Optomechatronik bei Wild wäre zum Beispiel eine Synergie, wo wir uns gegenseitig ergänzen können. Wir haben keinerlei Hardwarefertigung oder Hardwareentwicklung, haben natürlich durch unsere Kompetenzfelder, also Medizintechnik, Laborautomatisierung, da steckt überall Hardware drin. Das ist die Basis ja für die Software letztendlich und genau deshalb ist das eigentlich eine perfekte Symbiose. Wir haben im Prinzip ein medizintechnisches Gerät. Das ist der Jörg Traub. Ist der Geschäftsführer, der wird dann noch einen Vortrag halten über Best Practice. Über Dr. Traub, Bildgebung machen viele. Was macht Surgic Eye besonders? Was wir neu machen, ist, dass wir die Bildgebung während der Operation zur Verfügung stellen, beziehungsweise während des Eingriffes, mit einem kleinen handgehaltenen mobilen Gerät. Das heißt, die großen Bildgebungshersteller, die stellen große diagnostische Geräte her. Wir bringen die Bildgebung zum Patienten, dort, wo der Patienten therapiert, behandelt wird. Wir sehen uns derzeit immer noch, nach 5 Jahren, als Hersteller von Forschungsgeräten. Was wir merken, ist einfach, dass sich die Anforderungen unserer Mitglieder auch sehr geändert haben. Also wir hatten damals einen sehr technischen Fokus und behandeln jetzt mehr und mehr Themen, die marktorientiert sind, wo es auch um Zulassungsfragen geht. Über Medizinprodukte, und das ist der Hauptteil der Zusammenarbeit mit GBN Systems, auf der anderen Seite aber auch mit Radiopharmazeutika. Und zum einen haben wir Synthesemodule, die wir gemeinsam machen. Wir haben das Thema ASK, also Applikationsgeräte für die Rhenium-PTA. Und wir haben auch für die Hautkrebstherapie haben wir erfolgreich Zusammenarbeit bei den Geräten. Wir haben relativ geringe Stückzahlen, aber mit einem hohen Know-how-Anspruch, den wir haben. Und das ist im Grunde das, warum wir so gerne mit GBN arbeiten. Die sind sehr aktiv bei uns im Netzwerk. Was gesagt wird, wird gelebt. Ja, sind sehr offene Leute hier und ich denke, das macht dann auch einen Geschäftserfolg aus. Bis hin zu diesem ganzen Engineering-Prozess, der dann im Übrigen auch noch beinhaltete, dass die GBN Systems lernen musste, mit solidem Wolfram umzugehen in der Fertigung. Jedes dieser Produkte, das Sie hier sehen, das hier aus Buchheim-Buchheim kommt, steht mittlerweile auf jedem dieser Kontinente, in die sie liefern können. 1200 Einwohner, eine Kirche und GBN. Fand ich total überraschend und spannend. Und die machen so wahnsinnige Hightech-Produkte im Bereich der Medizintechnik, aber auch im Bereich der ganzen Elektromechanik. Und wir hängen da alles rein. Wir versuchen, die beste Lösung rauszuholen für den Kunden oder für den Auftraggeber und wenn ein bisschen mehr, dass wir auch noch begeistern können. Wir beißen dann schon so lange, bis es eine Lösung gibt. Also ich glaube, bisher gab es noch nichts, wo wir wirklich kapitulieren mussten. Also vielleicht die Anforderungen runterschrauben. Die Referenten hier waren sehr hochkarätig und auch die Gespräche dann danach waren noch sehr interessant. Und ich denke auch, das ein oder andere nachfolgende Besuchstermin, der wird sich schon ergeben. Das ist, glaube ich, auch in unserem Geschäft absolut notwendig zu schauen und nicht im Gegenüber nur den Mitbewerb oder den Konkurrenten zu sehen, sondern auch zu schauen, wie kann man zusammen vielleicht das Gemeinsames dann erreichen und sich gegenseitig ergänzen.
Nutzen auch Sie die Gelegenheit, mit diesem und auch anderen Mitgliedern des Forum MedTech Pharma in Kontakt zu treten. Erleben Sie die Performing Mechatronics Made in Bavaria von GBN Systems als Aussteller beim Medizin-Innovativ-Kongress in Nürnberg und bei der Medica in Düsseldorf. Mhm.